Die Stimmung in der Anhalt Arena zum vorletzten Gruppenspiel der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen war bereits weltmeisterlich. Zwei Tage vor dem großen Finale der Fußball-WM empfing Deutschland die Mannschaft aus Griechenland. Fast 2000 Zuschauer nutzten den fußballfreien Tag und unterstützten die Volleyballerin. Der Weltranglisten-9. in Schwarz hatte nur zu Beginn Probleme mit dem Weltranglisten-46. Deutschlands Trainer Guidetti musste kurzfristig auf Lippmann verzichten, die im Abschlusstraining beim Block einen Ball auf den Finger bekam. Die neu formierte deutsche Mannschaft musste sich erst finden. Mit der Einwechslung von Gertis und Izquierdo aber ging die DVV-Damen 21:18 in Führung. Als Gertis dann zu diesem Schmetterschlag ausholte, gab es den ersten Satzball. Die Halle erhob sich, Merit Kaufeld mit dem Service zum Satzgewinn. 4 schnelle Schritte und dann der Annahmefehler bei den Griechinnen. Ein direkter Aufschlagpunkt beendete den ersten Durchgang. Mit dem Satzgewinn schien der Widerstand der Griechinnen gebrochen. Mit 2 Assen ging Deutschland schnell in Führung, die Gäste immer wieder mit Problemen in der Annahme und auch am Netz ging nicht viel. Das deutsche Team war nicht mehr aufzuhalten. Insgesamt 6 Asse und 11 direkte Aufschlagpunkte sorgten für einen respektablen Vorsprung. Auch die eingewechselte Leonie Schwertmann fügte sich glänzend ein. Beim 24:11 konnten die Griechinnen den ersten Satzball noch abwehren, um dann mit einem Servicefehler den zweiten Satz zu beenden. Schwertmann blieb auf dem Feld und war somit das erste Mal in ihrer jungen Karriere in der Startaufstellung der Frauennationalmannschaft. So fingen sich die Gäste aus Griechenland wieder richtig gefährlich werden, konnten sie den deutschen Spielerinnen aber nicht. Das deutsche Team setzte sich Punkt für Punkt ab, war im Aufschlag-Annahmebereich und im Block einfach besser. Mit dem Wechsel von Möllers und Auenbrock startete Deutschland eine beeindruckende 9:1-Serie, beendete das Spiel mit 3:0 nach Sätzen und steht, wie im vergangenen Jahr, im Finale der European League. Ja, ich bin zufrieden. Eigentlich, wir haben angefangen, diese Euroleague ohne große Erwartung. Wir haben angefangen, diese Turniere vom Geben eine gute Erfahrung an die Jungen. Und dann kommen wir auch kein Finale. Das ist perfekt. So, wir haben nicht gedacht, aber besser. Es ist mehr Erfahrung für diese Jungen. So, die spielen vor einem Titel und es ist perfekt. So, ich kann nicht besser denken vorher. So, wir sind zufrieden. Und heute auch, ich habe gesehen, gute Dinge, wichtige Dinge. Wir verlieren 2 wichtige Spielerinnen, aber die anderen gut gemacht, so ganz zufrieden. Sie sagten es schon, es sind viele junge Damen jetzt im Team, die nachgerückt sind und selbst auf die ist Verlass. Das ist perfekt, das ist super. So, das was wir wollen. In dieser Saison, wir haben die Höhepunkte sind die Grand Prix und am meisten die Weltmeisterschaft. Und ich kann nicht machen 5 Monate mit den alten Spielern. Die sind nicht alte, aber mit den Erfahrungsspielerinnen. Sie brauchen ein bisschen Pause. So wäre perfekt. Ich habe gute Pause gegeben an die alten Spielerinnen. Die Jungen, sie haben super Erfahrung gemacht. Und jetzt die Jungen können echt helfen, die Spielerinnen. Ich bin sicher, dass viele Leute, die wir haben heute gesehen, wir sehen auch in Weltmeisterschaft helfen, die Mannschaft. So, das ist perfekt. Ein Wort noch zur Stimmung in Dessau? Super. Ich bin echt überrascht, war echt unglaublich, war sehr, sehr gut. So, wir kommen echt gerne nochmal hier. Die Leute hat immer gefreut, immer gepusht und manchmal die Match war nicht besonders, weil die Niveau vom Griechenland heute war nicht besonders. Aber die Leute am Ende interessieren sich, sie wollen, dass der Deutsche gewinnen und sie waren echt nicht ein Moment ohne Stimme. So, sie waren immer eine super Stimmung. So, ich danke viel die Leute von Dessau und wir kommen hier gerne nochmal. Deutschland war sehr gut. Sie haben in den letzten Wochen wirklich überzeugt mit der doch recht jungen Mannschaft. Der Trainer hat es also verstanden, hier wirklich ein Team zusammenzuschweißen. Und Sie haben speziell in den letzten 3-4 Wochen wirklich super Ergebnisse erzielt und haben den Griechen einfach keine Chance gelassen, muss man so sagen. Haben das ganz klar dominiert, natürlich auch mit der Kulisse im Rücken. Ja, und dann geschieht eben mal so ein 3-0 in dieser Souveränität. Jetzt haben Sie die Damen vorgemacht, jetzt müssen die Herren ja bloß noch nachziehen. Richtig, natürlich auch. Noch ein Stück schwieriger, muss ich sagen. Die USA, Männervolleyball, ist natürlich eine Macht in der Welt. Aber die Deutschen sind auch gut und wir werden natürlich auch am 26. August, davon gehe ich einfach mal aus, allerdings an einem Dienstagabend, trotzdem auch hier eine geniale Stimmung haben und sehr viele Zuschauer und lassen wir uns überraschen. Also wir haben das ja im letzten Jahr gesehen, fast zur gleichen Zeit, wo Deutschland gegen Italien spielte, wo Italien der ganz klare Favorit war und am Ende hier ebenfalls ein sensationelles 3:0 rüberkam. Das klappt nicht immer so, aber es klappt oft in dieser Anhalt-Arena.